Also vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Es geht eigentlich um, wie formen wir die Zukunft? Und das heißt, ich habe da ein Buch geschrieben und das Buch ist aber aufgrund von mehreren Aktionen miteinander, man redet miteinander und nur im Miteinander kann man auch zu was kommen. Deswegen heißt ja auch, die Basis ist ja dafür da, dass wir sagen, wir möchten gerne Volksentscheide. Das heißt jetzt, dass die Menschen mitentscheiden bei wichtigen Themen. Und genauso ist auch dieses Buch. Das heißt, ich habe mich angelehnt an The Great Reset von Klaus Schwab vom WEF. Und ja, der ist ja nicht ganz so prickelnd, meiner Meinung nach. Und deswegen heißt es der große Freiheitssatz, also freidenkende Menschheit, also freidenkende Menschheitsfamilie. Und da fängt es an bei mir in dem Buch. Zuerst mal gehe ich als Vorwort auf die ganzen außerparlamentarischen Akteure ein, die ihre eigenen Geschichten und ihre eigenen Ideen hatten, warum sie auf die Straße gegangen sind. Also hier sehen wir den Alexander Ehrlich, den Michael Ballweg, den Frank Röhle, den Christian Kreis, den Daniel Langhans und mich. Und jeder von uns hatte gewisse Ideen, also zum Beispiel der Alexander Ehrlich hat eben gesagt, hier die Grundsatzerwägungen für eine gesamtgesellschaftliche Debatte ist, dass die Welt der Zukunft aussehen muss, dass man trotz technologischer Fortschritte menschenfreundlich und rechtsstaatlich und natürlich auch friedlich und demokratisch bleibt. Und dann ist eben Medien. Also in Medien habe ich für mich festgestellt, dass in dieser Zeit habe ich erkannt, dass doch sich einiges bei den öffentlich-rechtlichen Medien im Argen befindet. Dass wirklich da keine freie Medienwelt mehr ist, sondern dass eine sehr, sehr gekaufte Journalisten. Und habe mich dann auch mit dem Udo Ulf Kotte so ein bisschen auseinandergesetzt und der hat eben auch schon darauf hingewiesen, dass bei der Medienwelt leider Gottes sich einiges im Negativen, sagen wir mal, also da ist wirklich einiges im Argen und zwar weltweit. Also es ist wirklich weltweit, alle greifen auf verschiedene Sachen zu und es ist auch, was ich für mich, glaube ich, erkannt habe, dass der Mut zur wirklichen Hinterfragung fehlt, weil man dann vielleicht einer auf den Deckel kriegt, man hat vielleicht auch ein Haus gerade gekauft und möchte das abzahlen und wenn man dann nicht eben das schreibt, was man schreiben soll, dann ist es sehr, sehr schwierig in der heutigen Zeit. Also es gab damals zur Watergate-Affäre, da gab es wirklich gute Journalisten, die haben auch noch Journalismus betrieben. Aber scheinbar ist in der heutigen Zeit das irgendwie so ein bisschen verwaschen. Aber es ist interessant, jetzt zum Beispiel kann man das auch am Tucker erkennen, da war ja immer Fox News. Und dann hat er wirklich ein bisschen kritischer hinterfragt und ist dann rausgeflogen. Und genau das Gleiche ist bei uns auch teilweise passiert, ja, produktiv. Und dann haben wir natürlich auch Technologie und Ökologie. Jetzt haben wir gerade diesen Klimawandel, Quad Era Demonstrandum, ob das überhaupt ein Klimawandel ist. Es gab immer schon Klimawandel. Aber was heißt wirklich ökologische Intelligenz? Was heißt ökologisch? Was ist Technologie? Was heißt Ökologie? Was ist wirklich Ökologie? Ist es Permakultur? Ist es achtsames Umgehen mit der Natur? Sehen wir das bei unseren momentan großartigen, in Anführungszeichen, den ganzen Non-Profit-Organisationen? Gehen die da wirklich rein? Gibt es da eine riesengroße Permakultur? Umsetzungen und sind wir auf Ökologie wirklich, dass die Demeter und so weiter, sehe ich nicht. Also auch da ist einiges zu tun. Freie Energie zum Beispiel, auch ein Thema. Es gibt die freie Energie. Freie Energie hat schon der Nikola Tesla erfunden. Es gibt auch Patente dazu. Es gibt Menschen, die da weiterhin geforscht haben und wo wirklich diese Menschen belangt worden sind, wo ganze Labore auch zerstört worden sind. Das dann wirklich, dass man Lösungen generiert für die Jugend, dass man ihnen Lösungen auch gibt, das ist dieses Fridays for Future, kann ich super verstehen, aber wenn du Menschen, jungen Menschen keine Lösungen mehr an die Hand gibst, Ideen, Visionen, dann stehen die natürlich, dann kleben sie sich fest und bleiben kleben. Aber sich festkleben bringt ja gar nichts, weil letztendlich klebst du nur an einer Stelle und gehst nicht. Und das heißt handeln, laufen, tun. Und da ist eben auch, da muss man auch einiges verändern.
Und dann haben wir natürlich unseren Gollum-Effekt. Also Gollum vom Herr der Ringe, der mein Schatz immer schaut, ja, mein Schatz, wo ist mein Schatz? Und da ist unsere Finanzwelt, ist sowas von Geld getrackt. Und aber nicht Geld getrackt, so, es gibt zum Beispiel von Robert Diesel gibt es Solidarismus. Also das ist ein ganz anderer Ansatz, was Geld wirklich ist. Und ich glaube, dass unsere jetzigen, wenn du siehst, zum Beispiel die EZB möchte jetzt digitales Geld einführen. Ja? Das heißt also, du bist noch mehr trackbar. Und ich meine, digitales Geld, wo ist da der Wert? Wo steht da der Wert dahinter? Da gibt es keinen Wert mehr dahinter. Also deswegen ist ja auch BRICS sind ja jetzt, dass sie sagen, Goldwährung muss wieder wirklich als Wert gelten. Da gehe ich auch so ein bisschen ein auf Rudolf Steiner, die Dreigliederung. Das kenne ich mich auch ein bisschen zu wenig aus, aber ich glaube, es ist ein Ansatz, den man vielleicht wirklich nachverfolgen kann. Dass der vielleicht ein Ansatz ist für die Zukunft. Scheinbar ist es bei vielen Menschen, auch bei uns, also bei vielen Menschen in der Basis, ist dieser Ansatz hat einen sehr großen Stellenwert, weil du einfach auch diese Geisteswelt wieder mehr formierst. Also das ist dieses, was ist wichtig? Ist der Kapitalismus, nur das Geld wichtig oder ist es eher das Menschliche, das Miteinander, das Geistige, die Seele, der Körper, Geist und Seele? Also da ist, wie gesagt, da ist einiges auch zu tun und im Umschwung, sagen wir so, im Umschwung. Und der Umschwung kann nur von den Menschen auskommen. Natürlich kann er auch von allen Menschen. Egal, ob er jetzt derjenige ist in der Regierung oder ob er Business macht, sondern es kann nur von uns allen kommen. Nur von allen. Und es muss Recht und Gesetz ist sehr interessant, weil in Deutschland haben wir den Artikel im Grundgesetz, den Artikel 94 und 95. Leider Gottes ist es kommt ja auch perfekt hier. Das ist die Feuerwehr, bräuchten wir da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, weil da müssen wir einiges löschen. Da ist auch jetzt gerade einiges passiert, was gar nicht geht. Das hat mich so ein bisschen erinnert an eine Zeit, wo die Römers und die Freislers aktiv waren. Und das kann nicht sein, dass der Staat über die Rechtsprechung seine Hand hält. Und leider Gottes, wie gesagt, im 94, 95 Grundgesetz steht eben, dass das Justizministerium die Richter bestimmt. Also da ist das, meiner Meinung nach, ist es nicht gut. Und das muss auch verändert werden. Und Recht und Gesetz muss wirklich wieder gelebt werden, weil in den letzten zwei, drei Jahren, ich weiß nicht, vielleicht sogar schon vorher, aber der kategorische Imperativ ist hier irgendwie total hinuntergefallen. Aller Kant, Immanuel Kant. Also, genau. Und dann haben wir hier noch die Gesundheit und das ist auch sehr interessant. Es gab ja den Rockefeller und der hat einen Typen namens Abraham Flexner rausgeschickt, 1910 ungefähr. Und der ist in Amerika, hat alle Krankenhäuser geratet. Und die Krankenhäuser, die er geratet hat, damals gab es auch sehr viele alternative Krankenhäuser. Ja? Und die ganzen alternativen Krankenhäuser hat er ganz schlecht geratet. Und die schon damals mit Pharma angefangen haben, hat er gut geratet. Also das ist sozusagen schon damals so ein bisschen in die Richtung von, so, was ist Gesundheit? Wie rettest du Leben? Leben rettest du, indem du schaust, die Ursache und Wirkung. Das ist ganz ein uraltes Bild. Und wir haben in unseren Unis haben wir bedauerlicherweise drei Semester, die Pharmakologie darstellt. Also man lernt Pharmakologie und wir haben 0,0 Semester an alternativen Heilmethoden. Und da muss ich sagen, da ist irgendwas aus der Balance, finde ich wichtig. Und dann natürlich die Freiheit war jetzt sehr eingeschränkt. Und Freiheit, was heißt überhaupt Freiheit? Und jeder hat eine Freiheit für sich selbst. Und wir haben Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, das war alles sehr unterminiert und es sollte auch immer gelebt werden. Also scheinbar ist da auch, das ist eine Struktur, die wirklich von oben herab ist und da muss man rausgehen. Und wir haben auch gesehen während dieser Zeit, dass die Kunst und die Kultur völlig in den Abgrund gesetzt wurde, also hinten angestellt worden ist. Und das ist natürlich
Warum? Das ist aber sie regen natürlich zur Diskussion. Das ist ja auch das, was eigentlich das Buch machen möchte. Also es soll anregen zur Diskussion, dass wir wirklich immer wieder in den Diskurs kommen und auch die andere Wahrheit anhören, sie aufnehmen und uns vielleicht durchdenken und sie sagen, ja gut, verständlich, aber es ist nicht meine Wahrheit. Mhm. Also dieses, was wir jetzt auch bei der AfD haben, ja, die werden ja total geframed. Also sind die Rechten und was auch immer. Aber warum hört man sich nicht deren Wahrheiten an? Ja, das ist also, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Genau. Und dann habe ich gesagt, Mut ist ein ganz wichtiger Ratgeber. Also Mut zur Lücke, sagt man ja immer, wenn man mal irgendeine Prüfung macht. Mut auch, seinen Standpunkt zu verteidigen und zu sagen, ich stehe dafür. Mut aber auch, dass man sagt, ich bin gegen den Mainstream. Ich schwimme auch gegen, ich möchte zum Ursprung kommen und schwimme deswegen gegen den Strom. Das ist auch Mut. Und ich glaube, dass viele Menschen mehr den Mut in sich wieder formieren müssen. Ich sage, für mich heißt Frieden immer als allererstes Verhandlungen, weil man reicht die Hand, du gibst dem anderen die Hand und sagst, okay, es ist ja wie, wenn zwei Menschen sich verheiratet haben und dann sind sie im Ehekrieg, also im Ehekrieg wirklich, also sie sind im Krieg und dann trennen sie sich und dann ist es trotzdem, du brauchst immer einen Mediator. Und das wäre eigentlich meiner Meinung nach der Deutsche gewesen, ausgehend, ja. Also deswegen sage ich auch, Volksentscheide finde ich ganz wichtig, dass man auch wirklich entscheiden kann, nach so und so langer Zeit, man sieht, der andere ist jetzt gerade wieder in seiner Macht, deswegen hat er die Basis, die vier Säulen und eine dieser Säulen ist die Machtbegrenzung. Und deswegen, ich sehe, das ist der Mensch, das gibt ja auch Churchill, hat gesagt, gib einem Mensch die Macht und du erkennst seinen Charakter. Und wenn der Mensch mit Macht nicht umgehen kann, weil normalerweise musst du humble sein, also musst du demütig sein, wenn du die Macht hast, musst du demütig sein. Meine Großmutter hat immer gesagt, also meine Großmutter von Richthofen hat immer gesagt, du hast die Verantwortung über die anderen. Du als Noblesse oblige, also Adel verpflichtet, du hast die Verantwortung über andere Menschen. Du. Und du hast die Verantwortung auch als Abgeordneter, die Verantwortung, dass den anderen Menschen das gut geht. Die hat ihr ganzes Hab und Gut ihren damaligen, in Anführungszeichen, Leibeigenen gegeben, wo die aus Polen fliehen musste und hatte nichts, hat ihre Kinder mit nichts großgezogen. Ja. Und das heißt für mich Verantwortung. Und wenn ein Mensch diese Verantwortung nicht umsetzt, dann, sorry, aber dann muss er gehen. Dann muss er einfach einen anderen Job. Also die Oma ist ein gutes Vorbild. Ja, die Oma ist für mich ein gutes Vorbild. Genau, also Liebeskraft ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man mehr in die Liebe kommt, weil ich glaube, Liebe ist einfach auch für einen selbst wichtig und vergeben, verzeihen, zurückgeben, Liebe halt. Dann diskutieren. Also ich glaube, wir das Debattieren, das den Debattenraum wieder erweitern, was du gerade auch gesagt hast, die eine Wahrheit ist nicht die richtige Wahrheit, meine Wahrheit ist sicher, ja, meine Wahrheit halt. Deine Wahrheit ist deine Wahrheit, deine Wahrheit ist deine, also wir haben alle unsere Wahrheiten. Und wenn wir die in so einen Topf reintun, dann haben wir wahrscheinlich ein sehr, sehr sparkling und angenehmes Essen. Und das macht es ja uns auch viel Spaß. Einen weiteren Blick einfach. Es ja, geht genau. Auch ein bisschen um den Horizont. Genau. Ja, danke. Das war es eigentlich, glaube ich, oder?